Hallo liebe Babypforte-Community, mein Name ist Göstinghoff, Dr. Heidi Göstinghoff, ich bin Frauenärztin und Kinderwunschexpertin. Dieses kleine Organ ist nicht nur enorm wichtig für viele Stoffwechselvorgänge, sondern spielt auch eine große Rolle beim Kinderwunsch und bei der Schwangerschaft. Ja, das gibt's auch, denn du brauchst fast 50% mehr Schilddrüsenhormone in der Schwangerschaft. Und eine Schilddrüse, die es vor der Schwangerschaft noch gut geschafft hat, dich mit Schilddrüsenhormonen zu versorgen, kann dann schon mal in die Knie gehen. Deshalb kann man auch in der Schwangerschaft eine Fehlfunktion der Schilddrüse bekommen und das kann man natürlich auch so ein bisschen mit einer guten Jodsubstitution auch wieder auffangen. Die Jodsubstitution ist insgesamt wichtig, weil du nicht nur dich mit Jod versorgen musst, sondern auch das Kind. Auch dessen Schilddrüse arbeitet schon und braucht Jod. Und ganz selten gibt es natürlich auch außerhalb der Schwangerschaft, das heißt nach der Entbindung, nochmal eine Schilddrüsenerkrankung. Wie gesagt, die ist sehr selten, aber eine Schilddrüsenfehlfunktion kann eben auch isoliert in der Schwangerschaft oder isoliert nach der Schwangerschaft auftreten.